Star Wars. Das Star Wars Projekt. Das Star Wars Projekt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es können schon mal Fehler sich einschleichen. Die Firma Google, wenn man da rumgoogelt, findet man was und passt zum Thema das Disney Star Wars Projekt. So, ihr seid jetzt hier im Disney Star Wars Projekt 2019, weil Disney Star Wars verändert, total verändert, fühlt die Macht, sagt Disney und meint damit Joggen, Tanzen, ja, fühlt die Macht, Joggen, Tanzen, Fitness, ja, Star Wars von Disney wird Fitness. Junger Mann, du hast recht, der Flair ist weg, richtig, ist reiner Kommerz jetzt nur noch. Hier so ein Saber hier, die Zeit von George Lucas, Spaß haben, Jedi sein oder halt ein Sith Lord sein. Naja, die Zeiten sind wirklich vorbei, die sind vorbei. Also noch einmal, deswegen hatten sie Fehler eingeschlichen. Die wurden revidiert, aber da man nicht ordentlich angesprochen wurde, wurden die alle terminiert, ist ja klar. Ne? Wir haben sofort mit dem Lightsaber, da sind wir da rein und haben die erstmal alle terminiert. Ne? Alle weg. Man kann auch höflich einen ansprechen, hör mal, da ist was schiefgelaufen. Das Emblem zum Beispiel, da war so ein Emblem, das haben wir modifiziert, war auf unsere Art modifiziert worden, sollte, Namen an, das gehört Disney, weil das Disney-Projekt 2019 wir jetzt 52 Wochen lang betreuen werden. Ja, 52 Wochen bekommt ihr 52 Videoclips über das Leben von Star Wars. Ob nun Darth Vader, ist ja bald zu Ende, als Anakin Skywalker, sein Sohn Lucas und seine Tochter Leia. So, ihr seht schon, wie ich mit dem Teil hier umgehe, weil das absolut Fiktion ist. Ein Lightsaber ist Fiktion. Ja? Ich meine, ich komme gerade, ich stutze gerade, weil ich sehe da gerade so einen Pork. Meine lieben Freunde, wie der Pork, ne? Immer hier so drauf drückt, so. Ne? Der tanzt ja immer so drauf, da, seht ihr? Okay, passiert nichts, seht ihr? Aber hätte der Pork mal so gemacht, dann wäre er weg gewesen, der andere Pork. Schon mal aufgefallen? Der andere Pork wäre weg gewesen. Ne? Tschüss! Ja, das mal zu Star Wars. So, wenn ihr den Leuten zuhört, die damit Geld verdienen von der Firma Webdia, das ist Movie Pilot, Game Store, ich komme jetzt nicht auf allen, die haben zu viel, das ist zu viel. Geht auf denen ihre Seite da, das sind 10 Millionen, das ist eine französische, deutsche, kanadische Firma, die da euch erklärt, was Star Wars ist. So ein alter Mann wie ich aus der ersten Generation von Star Wars, das will keiner hören, will auch keiner sehen. Ist mir aber egal, mach's trotzdem. Ich mach 52 Wochen jetzt lang, werde ich Videoclips auf online stellen, YouTube, und werde mich daran halten, was YouTube mir sagt, seit dem 31.01.2019, dass ich, wenn ich es weiter irgendwo hinbringen möchte, wie Facebook oder Amazon oder Instagram, dann, jawohl, dann bin ich gezwungen, es auch zu tun, indem ich es tue, nicht mehr automatisiert. Ja, die Automatisierung bei YouTube ist weg. So, also noch einmal, ihr seid bei dem Projekt, ist richtig, aber das Disney-Projekt 2019, wir werden auch kein Emblem mehr einbringen da. Und alle, die da geblökt haben, alle, die da sich echauffiert haben, alle, die uns angegriffen haben, haben wir erstmal terminiert. Ne? Haben wir terminiert, ihr seid weg. Ja? So, ihr seid weg, ihr dürft auch nicht mehr hier drunter schreiben, dürft ihr auch nicht. Wir nennen euch Trolle. Wir nennen euch elektronische Trolle, die keine Ahnung haben von dem Recht, vom Recht. Ja. Dem Recht des Ursprungs, das ist richtig, der muss aber definiert werden. Wenn ich ein Recht haben möchte, also wenn dieses Lichtschwert mir gehört, wenn dieses Lichtschwert mir gehört, dann muss hier ein C oder ein R dran, ja, dann ist der Name geschützt, das Lichtschwert geschützt und ich muss es so schützen, dass kein anderer damit umgeht. Punkt. Tut ihr aber nicht. Tut ihr aber nicht. Ihr hämmert da alles rein, ihr hämmert alles raus, ja, und alles und wundert euch, dass die Firma Google es aufnimmt, ihr wundert euch, dass irgendein Fremder es da nutzt, weil da kein R im Kreis und auch kein C im Kreis und weil da keiner sagt, das ist wirklich ein fremdes Eigentum. Warum sendet ihr das? Warum schmeißt ihr das raus? Warum gebt ihr das
dann Google. Warum schreibt ihr dann nicht Google an? Ja, Google hat es. Google hat es, Google verbreitet es, Google gibt es frei. So, Punkt. Das mal zum Star Wars Projekt, was wir hier durchführen. Star Wars Projekt durchführen, tun wir, machen wir. Ja, wir kämpfen auch dafür. 52 Wochen für ein tolles Star Wars, für eine tolle Gemeinschaft, für tollen Cosplay. So, wenn man schon so eine Show macht, wenn man so eine Sendung macht, wenn man sich vor die Kamera hinstellt und spricht, kommen erstmal die Trolle. Ja, das geht erstmal trollig los, nur dumme Sprüche, von morgens bis abends negativ. So, wenn die ganzen Stars und Sternchen keinen Bock mehr haben, dann terminieren wir das Ganze. Ja, wir terminieren es. Wir selber terminieren unseren sozialen Medienstatus. Der soziale Medienstatus wird terminiert, er wird kaputt gemacht durch euch selbst. Ist so. Hört auf, da zu kämpfen, zu fighten. Ihr könnt auch höflich sagen, hör mal, das wird schiefgelaufen. Das gehört da und dahin. Bist du so nett, nimmst es nicht mehr. Das hört sich viel besser an, wie sofort loslegen hier. Ihr seid keine Jedis. Ihr seid auch keine Sith Lords. Ihr seid einfache Bürger im deutschen Knast hier, genannt Strafkolonie Deutschland. So einfach ist das. Ihr müsst mal ein bisschen drüber nachdenken. Es ist ein Märchen, ein Star Wars Märchen, mehr nicht. So, und einer möchte Geld verdienen und das ist sein Name, Disney. Disney möchte Geld verdienen. Disney möchte, dass du das hier kaufst. Disney möchte, dass du das für teures Geld kaufst. Tust du natürlich nicht. Du guckst, wo du es billiger bekommst. Du willst es billiger bekommen. Deswegen gehst du nach Amazon. Amazon ist aber gar nicht so billig, wie du glaubst. Ein kleiner Händler um der Ecke ist schätzungsweise billiger wie Amazon. Aber du kaufst aber lieber nur bei Amazon. Ne? Du willst auch nur elektronisches Geld haben. Willst du auch. Ne? Alles, ja, alles Federation. Ne? Alles Federation. Oh, alles Star Wars, alles Star Trek, alles Marvel-Universum. Hm? Star Wars wird Marvel-Universum 2.0, weil Marvel schreibt nämlich auch so Darth Vader-Bücher, ne, der dunkle Lord und so. Ihr müsst mal drüber nachdenken, Fehler passieren, auch uns, ja. Auch ein Vollprofi ist nicht fehlerlos, auch ein Vollprofi ist gezwungen, so ein Licht selber von der Firma FX Disney zu kaufen, genannt auch Hasbro, weil selber herstellen, die Lizenz dafür habe ich gar nicht, dieses gute Stück selber herzustellen. Ja? Darüber mal nachgehört. Also, wer selber sowas herstellt, sollte die Firma Disney fragen, ob er das soll oder dürfte oder könnte. Ne? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mal wieder so eine Zusatzfolge, weil da sich ein Fehler eingeschlichen hatte. Es hat sich ein Fehler eingeschlichen, der jetzt revidiert wurde. Es wurde mal kurz darüber geredet. Danke, dass wir darüber geredet haben. Dennoch dürft ihr nicht mehr darunter schreiben. Ihr auf keinen Fall. Und ihr seid terminiert. Ihr seid raus nach Facebook-Manie. Einfach gestrichen. Ihr seid futsch. Kein Bock auf Kontakt. Kein Bock auf Kontakt. So, macht's gut beim Star Wars Project. Beim deutschen Star Wars Projekt Disney 2019 und ich werde es durchführen. 52 Wochen. Könnt ihr euch am Kopf stellen und Hurra schreien. So einfach ist das. Macht's gut.